So, hallo, wir machen weiter. Bei WarioWare Get It Together. Und letztes Mal haben wir die ersten Charaktere freigeschaltet, die ersten Missionen gespielt. Also nicht Missionen in dem Sinne von den Missionen, die man freischalten kann, sondern andere Missionen. Also halt hier die Story-Missionen, so könnte man es nennen. Und jetzt machen wir erstmal hier weiter, bevor wir im Menü schauen, was alles freigeschaltet wurde. Denn ich denke, dann schalten wir noch mehr frei und dann kriegen wir das alles auf einmal mit. Ich habe übrigens die Musik ein bisschen lauter gemacht im Hintergrund, die war mir noch ein bisschen zu leise. Und ich habe auch die Dämpfung zurückgestellt, wenn ich rede, dass es nicht zu stark die Musik reduziert. Weil das ist ziemlich stark gewesen, wenn ich ehrlich bin. Und ich finde auch Tickchen leiser machen. So, okay. Wir gucken mal weiter und machen jetzt von 9 Volt das Level. Der hat meistens, wenn man 9 Volt spielt, so war es zumindest im Original, hatte der meistens so, ja, Minigames, die auf anderen Nintendo-Spielen beruht sind. Aber mal gucken, ob sie es ja auch so gemacht haben. Muha, Kinderspiel. Ah, aber ganz schön anstrengend, 18 Volt durch die Gegend zu schieben. Hilfe! War es überhaupt 9 Volt? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht war es auch nicht 9 Volt. Okay, der ist auf dem Skateboard unterwegs. Nee, 9 Volt war es nicht. Wie hieß denn der Typ mit dem Schwert? Ist ja egal. Was zur 9 Volt? Mein Skateboard! Macht, was es will! Dieser Schüler liebt Nintendo-Spiele und glänzt sowohl als DJ als auch mit dem Jojo. Mit dem Jojo, genau. Und dem Skateboard. Jojo. Okay. Ah, und dann. Okay, und dann schießt der. Okay, oh ja, alles klar. Das heißt, ich kann das gar nicht verhindern. Ich verstehe. Ich kann nicht mal die Richtung ändern. Ich kann einfach nur. Okay. Einfach nur reagieren immer. Ah, und die Ringe gibt es dann für ihn auch. Okay, und dann. Ah, ja, ich verstehe. Ah, ich verstehe. I see. Okay, der wird interessant. Aber ja, na, das ist der mit den Spielen, ich glaube schon. Plus Ultra. Ultra gut, mit den Moves gehöre ich endgültig zur Elite. Ist mein Level kaputt oder was? Das war ein Spiel, Max. Denen müssen wir es zeigen. Boah, meine Stimme, ey. Ich kann Stimme nicht gut imitieren. Ist furchtbar. Okay, die machen wir fertig. Das wird voll lustig, garantiert. Okay, 9 Volt ist am Start. Ich hätte gern Wario dabei und auch 18 Volt. Und erstmal wieder Storytime. Ey, ich finde es so cool, dass sie wieder ein WarioWare-Spiel rausgebracht haben, ne? Die haben so den ganz eigenen Vibe, das ist unfassbar gut. Okay. Das Spiel beginnt. Hinauf. Ja, es ist wie ich es meinte. Es ist genau wie ich es meinte, ne? Das war jetzt auf Ice Climbers angelehnt. Es kommen jetzt tatsächlich Spiele, die mit den. Ja. Das ist so cool. Das ist das, was ich bei 9 Volt auch in Wario, in den anderen WarioWares geliebt habe. Ne? Weil das immer mit.
immer mit anderen Nintendo-Spielen zusammenhängen. Genauso haben sie es ja auch wieder gemacht. Ich hatte recht. das ist... Ja, genau, hier. Da. Ah, das ist so cool. Muss ich einfach abschießen, oder was muss ich tun? Ah, da war er, okay. Hat es gereicht? Oh, yes. Diese Drehmissionen, die sind immer ganz kritisch. Diese Drehmissionen sind immer richtig kritisch, ne? Münze schnappen. Auf damit. Oh. Samus, ab mit dir. Weg ebnen. Oh, der Treasure-Toad-Viech-Typ. Oh. Oh. Ja, erstmal in Bowser reindashen. Genauso besiegt man den. Wusstet ihr das noch nicht? Oh, hier, Pikmin. Ich mach das. Überleben. Das habe ich nicht erkannt. Auf die Schnelle. Du bist 13. Weil, keine Ahnung, was für ein Dating-Game das ist. Okay, Bosskampf. Oh, lol. Lol, einfach SMW. Kann ich hier öffnen? Ja. Juhu. Gib mir das. Nein, ich will da hoch. Jawohl, Yoshi. Oh, ich muss sogar da hoch. Das ist ein sehr interessanter Hack. Hui. Okay, jetzt holen wir uns die Dings da drin. Da ist bestimmt ein Pilz jetzt mal drin. Schade. Wir warten, bis die Pflanze weg ist. Und weiter geht's. Oh. Dann halt so. Yoshi Coin! Oh, jetzt muss ich den P-Switch drücken, oder was? Oh nee! Oh nee! Nein! Ich kann die Münzen nicht sammeln. Oh nö. Schade. Da hätte es viel mehr Münzen für mich gegeben. Aber wir haben das Level geschafft. Das war ein komischer Hack. Der hatte nur 3 Yoshi-Coins vor allem. Durchgezockt, jawohl. So sieht's aus. Und der Bug ist weg. Haha, die Bugs hatten ja mal sowas von keine Chance. Gut. Damit haben wir 9 Volt auch drin in der Runde. Und jetzt geht's weiter mit Dribbel und Spitz. Das sind, glaube ich, die fahren Auto immer. Die fahren Taxi, so irgendwie sowas sind die. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Ah, alles durcheinander. Hier sieht's ja schrecklich aus. Und ich find's jetzt gar nicht so übel. Was? Wie kannst du nur... Okay, die fahren nicht mehr Auto. Luli. Ah doch, die haben ihr auf ihrem Auto da. Ah, oha. Spielt man die zu zweit? Also Was ist das denn jetzt? Hä? Sind die jetzt zu... Was? Wie spreche ich den denn jetzt? Ich kann kein... Bayerisch. Was? Mario, wir haben dich schon gesucht. Dribbel, Spitz. Dieses Taxifahrer, du, ich hatte recht, bringt Passagiere bis weit hinaus ins Weltall und das durchaus zu fairen Fahrpreisen. Ich bin S1 und ich S2. What?
Okay, man steuert auch nur einen, alles klar. Dribbel feuert seine Bazooka rechts ab und Spitz ballert immer nach links. Ach so, okay. Muss ich das wechseln zwischendurch oder so? Nee, also ich kann schon. Ach so, aber ich kann jetzt nicht nach links schießen. Aha, okay. I see. Überall herrscht so Chaos wie hier. Die Spielbugs haben sich wohl das gesamte Spiel vorgeknöpft. Bugmas, zerquetsch mal die narischen Viecher, die. Was ist denn? Kann ich weiß ja nicht, was für ein Akzent oder was für eine Mundart er im Original hatte. So, ich meine, das Spiel war japanisch am Anfang. So, keine Ahnung. In was für eine Region von Japan haben sie den denn hingesteckt, dass er jetzt hier zum Bayer geworden ist? Die narrischen Viecher, die. Okay, und warum gerade bayerisch? Warum haben sie ihm jetzt nicht... Das ist ja so eigentlich der unbeliebteste... Naja, wobei ich würde sagen, sächsisch ist der unbeliebteste Slang. Oder Mundart oder Rede oder... Ach, keine Ahnung. Ja, aber ist interessant. Okay, wir nehmen Mona mit und Cricket. Berlinerisch wäre auch cool gewesen. Oder so, hier. Schwäbisch oder sowas. Schwaberlande. Ja, freilich, Spitz. Ja, freilich. Das passt ja mal gar nicht. Okay, die vier Passagiere sind meine Leben. Wetten? Natürlich. Ah, ich muss wo? Ach so, hier... so entkomme ich. Alles klar. Freilich, Alter. Okay, mit ihm ist es super angenehm zu spielen. Das Dreh... Was? Na, das gehört darüber. Ja, moin. Beschützen. Alles klar. Auszupfen. Ach, ich hätte vor... Ah, naja. Aber das sind alles Sachen, wo man das erste Mal das falsch macht und dann versteht man, wie es geht. Jawohl, schöne Träume. Meine Krone. Okay, die schießt einfach und dann darf ich mich davon nicht treffen lassen. Ja, gut. Easy. Na, das hat ja gut funktioniert. Jetzt geht's rund. Vereinen. Nein, ihr müsst da runter. Oh je. Jetzt kann ich Münzen zahlen, um weiterzumachen oder von vorne, ne? Okay, es kostet 100 weitermachen. Ne, fangen wir von vorne an. Ich will die Münzen erstmal nicht ausgeben. Wer weiß, wofür man die noch braucht. Und jetzt haben wir einige Sachen ja besser verstanden, wo wir jetzt die Leben nicht verlieren werden gleich. Oh, es geht weiter. Ja, mit ihr ist das auch angenehm. Da gibt es deutlich schlimmere Charaktere, die man beim Drehen haben kann. Beschützen. Schließen.
wie schließen? Alles klar. Hab ich noch nicht verstanden. Krone stehlen. Ja, das kennen wir schon. Nicht gut. Zähl auf mich. Aber nicht so. Ah, die Pflanze, okay. Ja, nächstes Mal. Weg mit Albträumen. Okay, das kennen wir schon. Diesmal wirklich, Luli. Abklatschen. Auch das kennen wir schon. Hallo? Was? Aus und vorbei. Habe ich gedacht, das kennen wir schon. Also kannten wir auch schon, ich habe es aber falsch gemacht. Ich habe jetzt gesehen, ich habe so eine Hand dabei, mit der muss ich abklatschen. Na ja, verstanden. Sortieren. Okay. Rüber da. Rüber da. Na, schau her. Ich bin dabei. Schließen. So, wie geht, was muss ich... Ach, die Fenster. Ach nee, die muss ich zumachen, oder was? Ach so, schließen. Ja, hä? Okay. Aber irgendwas kann ich mit den Fenstern machen. Das müssen wir noch lernen. Beschützen. Sauber. Es geht los. Besiegen. Ach, da drüben. Oh, ja. Bereit. Jetzt wird's flotter. Ja, für einige, die ich noch nicht ganz richtig mache. Sie sollen knuschen. Ja, das war auch ganz komisch. Ja, wie soll ich denn... Ah, in der kurzen Zeit vor allem. Okay, das ist easy. Oh, hier kommt der kommt niemals da hoch. Okay. Gießen. Ja, bei ihr ist das jetzt deutlich einfacher, natürlich. Sieht gut aus. Zähl auf mich. Abklatschen. Hallo? Oh, das war knapp. Alles klar. Krone stehlen. So, jetzt schieß mal ab. Genau, so muss ich das machen. Wie viele? Drei. Na, jetzt noch zwei. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber am Anfang... Aber am Anfang waren es drei. Du bist doof. Sortieren. Okay, Torte hier rüber. Donut hier rüber. Cool. So, wir kriegen das hin. Frei. Also, der muss zu. Ja, okay, es muss dunkel werden. Verstanden. Entkommen. Okay, das kennen wir schon. Easy. Erledigt. Beschützen. Easy. Na, schau her. Drehen. Ja, mit ihr ist das auch sehr angenehm. Sehr schön. Locker flockig. Nicht nachlassen. Okay. Nicht erwischen lassen. Oh, das wird mit ihm jetzt schwierig. Er hat eigentlich in den meisten Missionen einen gewissen Nachteil, muss man sagen. Aber nicht immer. Manchmal hat er auch einen Vorteil. Gießen. Ja, auch er kann hier die Mission sehr einfach machen. Cricket hatte ich halt die meisten Probleme. Wie viele? Das sind vier. Diesmal aber wirklich. So. Weg mit Albträumen. Das ist auch sehr angenehm, wenn man die Charaktere hier hat. Abklatschen. Okay, das sollte auch funktionieren. Sehr schön. Du legst die nieder. Oh, das ist ganz komisch. Okay, jetzt. Es geht los. Und schneller. Zwei fangen. Gott. Suchen. Er hätte wohl schon den Superhelden gemusst. Oh, okay. Rüber. Rüber. Ja, nice. Bossfight. Okay. Drei Leben für den Boss. Kriegen wir hin.
sollte ich nicht sofort verstehen, wie er geht. Beschützen. Ah, ich muss das Viech hier beschützen, okay. Aber da kann er dann nur von links was, von rechts was kommen. Ah, shit! Ah, verstanden. Ah, jetzt muss ich den da hochbringen, oder was? Ah, nice. Easy. Easy, Boss. Das war gut. Das war gut. Da haben die einfach dem ein bayerisches... Das war... Hat der schon immer so eins? Ich kann mir nicht erinnern, dass der schon immer so war. Aber vielleicht ja. Ich bin mir nicht sicher. Ach, er ist der Berliner. Spitz ist der Berliner. Haha, die gefällt mir, wa? Spitz ist der Berlin. Ich kann mich nicht erinnern, dass die jemals so waren. Aber vielleicht erinnere ich mich auch einfach falsch. So, wir haben jetzt da oben Aliens oder Ninjas fehlen noch zum Beispiel. Es fehlen auch mehrere. Oh, es kommen überhaupt keine. Jetzt kommt Remix. Das ist wahrscheinlich alles, was wir hier jetzt hatten, kombiniert. Ich verstehe. Ja, dann machen wir noch das erste Remix-Level. Alles klar. Und dann gibt es bei der nächsten Welt dann wahrscheinlich die nächsten Charaktere. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Boah, guckt mal, eine Lore. Okay. Okay, damit sind wir gleich eine ganze Ecke schneller unterwegs. Da, di, da, da. Ist das ein Roboter? Da, di, da, da. Perfektes Echo für Karaoke hier. Nee, hä? Ein neuer Charakter? Hä? Ich dachte Remix. Was? Habe ich nicht verstanden. Okay, egal. Dieser von Dr. Krügor erschaffene Karaoke-Roboter singt für sein Leben gern. Er kann es nur nicht allzu gut. Ja, weil er ein Roboter ist. Mike schießt Noten aus seinem Kopf nach oben. Alles klar, Mike. Den kenne ich noch gar nicht. Ist der jetzt neu hier dazugekommen oder ist der einfach in... Also ich habe nicht alle WarioWares gespielt. Ich habe Smooth Moves gespielt. Was habe ich noch gespielt? Weiß ich gar nicht. Aber den kenne ich nicht. Oho, Mike, du kommst am besten gleich mit uns. Ja. Jawohl, Dr. Krügor. Zö. Schade, ich wollte mehr singen. Okay, also dann ist Remix... Das hieß nur Remix. Dann habe ich das falsch verstanden und es geht um Mike. Ich habe alles falsch interpretiert. Es macht aber nichts. So, Krügor gehört dazu. Und wir nehmen noch 18 Volt mit. Es geht los. Es geht los. Ja, dann Abflug. Experiment. Oha, gar keine Story, okay. Oh, sieht aber cool aus. Oh, das ist... Mit ihm ist das Drehen am unangenehmsten. Okay. Okay. Aber Remix ist schon richtig, dass jetzt wirklich alle die kommen, die wir schon hatten. Also es ist tatsächlich kein neuer. Kein neues Dings. Na, kein neues Minigame. Das heißt, soweit habe ich Remix schon richtig verstanden. Ich dachte nur, dass kein neuer Charakter kommt. Ah, die haben das Spiel so toll wieder gemacht, also wirklich. Die haben das Spiel so toll wieder gemacht. Es hat genau den Vibe, wie man sich das von WarioWare-Spielen wünscht. 4. Ja, wie soll ich... Ja, das ist scheiße. Ja, ich kann ja... Hä?
Dann schieße ich auf die 4 und dann vielleicht auf die 1 wechseln oder so. Vielleicht so. Vielleicht so. Ich glaube ja. Ich glaube, so geht's. Weg damit! Rüber da, rüber da, rüber da. Sehr schön. Na, oh, ich wäre fast noch in den nächsten reingerauscht. Genau, da muss man nach oben. Oh, diese Drehdinger mit ihm. Oh, ich bin zu blöd dafür. Okay. Rüber. Sehr schön. Bossfight, okay. Mike kriegt den Boss. Level schaffen. Ach so. Aber das ist jetzt ja für ihn recht einfach dann. Noch ein Hack. Mal schauen, ob diesmal in diesem SMW-Hack alle Yoshi-Coins eingebaut worden sind. Oder wieder nur drei. Ah, hi! Das sind nur 4 Yoshi-Coins. Schlechter Hack. Schlechter Hack. Okay. Yay! Und das bringt uns jetzt dann wahrscheinlich in die nächste Welt. Gut. Gut, wir sind noch intakt. Lass uns singen. Zeit für einen Song. Mike ist mit dabei. Ich kannte den tatsächlich noch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hätte ich den schon kennen sollen. Man weiß es nicht so genau. Ja, und jetzt geht's nämlich hier weiter. Ich verstehe. Und dann kommt da die nächste Welt. Mit den Ninjas. Das sind genau die, die ich meinte. Das ist dann immer eine coole Story meistens, die ich sehr mag. Und wir haben tatsächlich nichts Neues freigeschaltet. Okay, dann gehen wir jetzt mal ins Hauptmenü und gucken trotzdem, was es dazu gibt. Okay, die Variopedia dürfte, ich überlege das mal, das dürften so die ganzen Minispiele sein. Weil das gab es auch in Smooth Moves, ne, dass man hier die Minispiele auswählen konnte. Und dann konnte man zum Beispiel, wenn man das jetzt gespielt hat, wenn man das jetzt gespielt hat, konnte man dann eben zum Beispiel alle Stages davon üben. Na, so kann man die Minispiele üben. Wenn man irgendeins davon noch nicht kann. Na, das geht jetzt, es gibt jetzt die ganze Zeit nur alle einsammeln. Und es geht mit den einfachen los und dann kommen die schwierigeren und so weiter und so fort. Na, genau. Den hätte ich zum Beispiel schon fast versaut. Lul. Alle einsammeln. Und jetzt sind wir schon bei Level 3. Das haben wir zum Beispiel noch nie gesehen, dass dann da so eine Truhe kommt. Alle einsammeln. Und jetzt sind wir wieder bei Level 1. Welcher Fall? Ich mach das. Unten seht ihr immer, unten links, unten rechts, seht ihr immer den Level, wo man gerade ist. Ah, schafft man nicht mehr. Okay, muss man am Anfang sofort mitnehmen. Jetzt sind wir wieder bei Level 3. Jetzt haben wir mal Level 3 geschafft. Na, und so kann man eben Stück für Stück. Jetzt wird's auch immer schneller. Ah, mit dem ist... Oh, okay, mit dem ist das richtig fies. Alle einsammeln. Also 9 Volt zu bekommen, bei alle einsammeln, ist ungünstig. Alle einsammeln. Er ist dafür eigentlich am besten geeignet. Alle einsammeln. So, alle, die rumfliegen können, sind für sowas gut geeignet. Natürlich. Alle einsammeln. Ja, ich bin doof. Okay. Und jetzt haben wir einen Rekord von 11 bei dieser Stage. Und so kann man eben sämtliche Minigames üben und so weiter. Und bestimmt gibt es auch da irgendwas, wenn man verschiedene Sachen schafft. Und ihr seht also, wir haben bei Aufwärmrunde 3 Minispiele noch nicht gesehen, die es hier noch gibt. Na, und so kann man das Stück für Stück hier eben... Ja, hier haben sie, das sind alle dann alle Nintendo-Minigames und so weiter, die es bei 9 Volt gab. Und so kann man die dann Stück für Stück üben. Okay. Lass mal erstmal sein. Charaktere, das kann ich hier machen.
Übersicht. Okay, da gibt es mehrere Sachen, die ich noch nicht ausnutzen kann. Ich kann bisher nur Steuerung üben machen. Okay, dann lassen wir das auch mal weg hier. Spieldaten dürfte jetzt auch nichts weiter Spannendes sein. Nee, okay. Gehen wir hier wieder raus. Dann haben wir die Option Missionen. Okay. Da haben wir also Normalmissionen, wir haben Punktemissionen. Wir haben Spielmissionen. Und wir haben Charaktermissionen. Und da gibt es immer so Münzen dann dafür oder sowas. Okay. Also was haben wir jetzt zum Beispiel für Missionen? Charakter um Charakter. Kehre in der Story in die äußere Welt zurück. Ah, das ist wahrscheinlich, schaffe die Story. So. Schließe alle Spiele der Aufwärmrunde in der Variopedia erfolgreich ab. Schalte alle Spiele in Alltag in der Variopedia frei. Na, das ist genau sowas eben. Schalte alle Spiele in Fantasy in der Variopedia frei. Okay, das ist dann der. Das ist dann sozusagen das da. Schalte alle Spiele frei. Dann haben wir hier zum Beispiel. Aber ich schätze mal, die Missionen werden von selbst kommen. Also da muss man, glaube ich, nicht die hier anwählen oder so, sondern die kommen einfach automatisch, wenn man sie halt schafft. Spiel mit einem Team aus 3 Charakteren den Level Aufwärmrunde in der Story und erziele mindestens 21 Punkte. Okay, also sowas gibt es dann auch. Und hier dann mindestens 31. Okay, alles klar. Ja, und das gibt es dann auch für natürlich, das gibt es dann für alle die auch natürlich, klar. Okay, logisch. Ergibt Sinn. Und jetzt kann man sozusagen für alle, okay, ja, ich verstehe. Spiele als Mona in der Aufwärmrunde das Spiel Bauchbeschwerden ohne Wände zu berühren. Ah, das sind dann spezielle Spielmissionen hier, deswegen heißt es auch Spiel. Okay. Ach so, und wenn man die geschafft hat, dann kann man wahrscheinlich hier sich die Belohnung abholen oder sowas. Hier gibt es dann zum Beispiel 800 Münzen dafür. Okay. Schließe als Dribble in der Aufwärmrunde das Spiel Meteoritenabwehr erst erfolgreich ab, nachdem du mindestens 7-mal einen Meteoriten berührt hast. Okay. Wir hatten Bauchbeschwerden, glaube ich, noch gar nicht, oder? Kann ich das über die Aufwärmrunde zum Beispiel jetzt machen? Ach, das ist Bauchbeschwerden, okay. So, das kann ich jetzt mit Mona spielen. Und das kann ich abschließen, ohne Wände zu berühren. Jetzt mal gucken, ob ich das auch so machen darf oder ob ich das direkt in Dings machen muss. Objekt entfernen. Oh, jetzt habe ich aber schon... Ah, jetzt habe ich schon Wände berührt. Ich verstehe. Also einmal das Ding ohne Wände zu berühren schaffen mit Mona. Objekt entfernen. Ja, das war die Mission. Schauen wir mal, ob die dann ausgeschlöst ist. Ich weiß es nicht. Objekte entfernen. Okay. Ah, jetzt habe ich die Mission erst geschafft. Okay, alles klar, dann habe ich es vorhin wahrscheinlich doch berührt. Okay, aber dann kommt da oben so ein Knopf, wenn man die Mission geschafft hat. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja, das könnten wir jetzt 3 Millionen Mal spielen, aber das ist hier ziemlich einfach mit Mona. Objekte entfernen. Das ist tatsächlich sehr einfach mit Mona. Selbst Level 3 ist mit ihr super einfach. Objekt entfernen. Klar, es wird halt immer schneller, ne? Also, aber das werde ich jetzt abbrechen. Okay. Und jetzt haben wir hier bei Missionen wahrscheinlich... Ah, zeigt es gar nicht an. Ah doch, jetzt ist da ein Ausrufezeichen. Okay. Und jetzt kann ich hier... Jawohl. Jetzt kann ich das hier auslösen und dann kriege ich die Münzen dafür. Alles klar, ich verstehe. Und dann haben wir hier auch eben ganz viele verschiedene Charakterspielmissionen. Okay, da ist schon deutlich mehr. Ja, da ist einiges. Ja, da ist sehr viel. Okay, jetzt sind wir durch. Und dann gibt es nochmal extra Charaktermissionen. Keine Ahnung, was das ist. Aber da gibt es auch einiges zu tun. Ja, jetzt haben wir es auch. Okay. Gut, dann haben wir das jetzt auch mal gesehen. Hier sind noch 2 Sachen komplett leer. Kann sein, dass das erst kommt, wenn man die Story abgeschlossen hat. Werden wir alles noch sehen. Ich bedanke mich an der Stelle erstmal fürs Zuschauen. Ich schließe hier auch meine Aufnahme ab. Und wir sehen mal, wohin uns die Reise hier in dem Spiel so führt. Tschüss!
Ich hoffe, jetzt war es in dem Part übrigens musiktechnisch etwas angenehmer. Muss ich mir gleich anhören. Aber ich hoffe mal ja. Okay.